Herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog Nummer 27, dein Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute ist das Wetter, wie du siehst, endlich richtig schön, die Sonne scheint. Das heißt, ich werde heute einige Videos drehen. Aber vorher, Sie selbst, müssen wir das Auto erstmal sauber machen, denn das ist viel zu dreckig. Also werde ich erstmal in die Waschanlage fahren und wichtige Fragen beantworten nach dem Motto, was muss man beachten, wenn man mit dem Auto, mit dem Elektroauto in die Waschanlage fährt. Also, komm mit in die Waschanlage. Bevor wir jetzt zur Waschanlage fahren, muss ich ganz kurz die Fahrt unterbrechen, um dir was ganz Wichtiges zu sagen. Gerade eben am 15.12. sind die neuen Nutzungsbedingungen für Supercharger von Tesla herausgekommen. Und diese neuen Bedingungen bergen richtig Sprengstoff. Normalerweise spreche ich über solche Dinge erst, wenn ich sie wirklich gegengeprüft habe, denn hier geht es wirklich um grundlegende Sachen. Aber da ich gerade erst dir die Empfehlung gegeben habe, ein Taxi vom Amsterdamer Taxistand sozusagen zu kaufen, zu besonders günstigen Konditionen und genau diese Bedingungen jetzt alle Käufer ab dem 15.12. betreffen, gebe ich dir schon mal einen kurzen Einblick in die Supercharger-Nutzungsvereinbarung, die wesentlichen Änderungen und werde dann nochmal eine extra Episode dazu machen, wenn ich die Antwort von Tesla bekommen habe, denn die Bedingungen sind so formuliert, dass es auf der einen Seite auf den ersten Blick eindeutig ist. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Gummiparagraphen. Das heißt, hier haben wir das Problem, dass jeder und alles betroffen ist. Also was ich aus den neuen Nutzungsbedingungen lese, ist, dass Tesla für private Langstreckenfahrten das Supercharger-Netzwerk zur Verfügung stellt. Und für diejenigen, die zu Hause keine Lademöglichkeiten haben oder am Arbeitsplatz. Jetzt ist die Frage, ich bin jetzt nicht der Grammatikexperte, ob so wie das hier formuliert ist, das bedeutet, dass wenn man als Privater keine Lademöglichkeit zu Hause hat oder bei der Arbeit, das gilt. Nichtsdestotrotz wird hier ganz deutlich auf die privaten Langstreckenfahrten Bezug genommen. So, dann geht es darum, dass die Supercharger fair genutzt werden sollen und das finde ich auch völlig in Ordnung, denn es gibt durchaus einige Firmen, deren Geschäftsmodell darauf beruht, dass sie die kostenlose Ladung am Supercharger nutzen, irgendwelche Kurierdienste, Taxiunternehmen und so weiter und so fort und die sind natürlich in Zukunft hiervon betroffen. Ja, was sagt die neue Nutzungsvereinbarung. Sie sagt, dass Tesla die Möglichkeit hat, nicht nur Geld zu verlangen für die von denjenigen, die dort laden, das würde ich völlig in Ordnung finden, sondern sie davon auszuschließen, dass sie den Supercharger überhaupt nutzen dürfen. Das heißt, Tesla sagt, du darfst mein Ladenetzwerk. Und das ist ja eins der Alleinstellungsmerkmale von Tesla. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich einen Tesla gekauft habe. Sie sagen, du darfst das nicht mehr nutzen. Ja, und um sicherzustellen, dass Supercharger für ihren Zwecksetzungen zur Verfügung stehen, bitten wir Sie, formulieren Sie hier, Ihr Fahrzeug nicht an unseren Supercharger zu laden, soweit Sie Ihr Fahrzeug als Taxi, das ist, denke ich mal, völlig nachvollziehbar, für Mitfahrgelegenheiten, also Uber, Lyft, Car, wer es in Deutschland oder ähnliche Dienstleister nutzen. Wenn man das zum Zwecke des kommerziellen Transport oder der kommerziellen Belieferung, also Lieferdienste, nutzt, für öffentliche und staatliche Zwecke. Die ganzen Politiker werden aufatmen, weil sie jetzt immer sagen können, wenn irgendwelche Elektroautofahrer sie fragen, warum fahrt ihr kein Tesla, sie dürfen nicht am Supercharger mehr laden. Und das ist hier mal der Gummiparagraph für sonstige kommerzielle Zwecke oder Unternehmungen. Na, das ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Bedeutet das zum Beispiel für mich, mit meinem Softwareunternehmen, der ich von Kiel nach Berlin und zurückpendle und dann am Supercharger lade und das Ganze als Firma geschäftlich nutze, dass ich nicht mehr am Supercharger laden kann oder nicht. Und das will ich eben mit Tesla klären. Hier will ich eine eindeutige schriftliche Aussage haben. Es betrifft jetzt mein aktuelles Fahrzeug nicht, sondern es betrifft alle Tesla, die ab dem 15.12.
gekauft werden. Also das heißt, ob gebraucht oder neu ist völlig egal, ob Tesla die gekauft hat oder ein Privatmann ist egal, eine Firma. Alle, die jetzt verkauft werden, ihren Besitzer, ihren Eigentümer wechseln, die betrifft diese neue Nutzungsvereinbarung. Das ist ein wirklich ja, dramatische Veränderung. Also mein Vertrauen in das Supercharger-Netzwerk ist sehr angekratzt, denn es zeigt hier, dass Tesla bereit ist, sein Monopol auch gegenüber seinen Kunden durchzusetzen. Es mag ein guter Gedanke dahinter stecken. Die Frage ist, was für ein Gedanke ist das? Ich lese das so raus, dass Tesla sich jetzt gerade vor der Massenfertigung, Massenauslieferung des Model 3 eher auf den Massenmarkt, auf den privaten Fahrer konzentriert. Denn hier geht es ganz klar um private Langstreckenfahrten. Und alle, die geschäftlich die Supercharger, geschäftlich ihre Tesla-Fahrzeuge nutzen, haben hier das Nachsehen. Dementsprechend ist das wirklich etwas, was mein Vertrauen hier ankratzte und mich nachdenklich macht. Insofern werde ich nachhaken bei Tesla und eine Stellungnahme schriftlich einfordern, um einfach die Sicherheit zu haben, ob in Zukunft ich damit rechnen kann, dass, wenn ich weitere Teslas kaufe, auch das Supercharger-Netzwerk nutzen kann. Denn seien wir ehrlich, ich habe neben dem Supercharger keine vernünftige Alternative für Langstreckenladen. Mit dem CHAdeMO-Adapter kriege ich im Durchschnitt so um die 40 kW Ladeleistung. Das ist schlechter als beim Ioniq, beim i3. Ich habe dadurch eine Verlängerung der Fahrzeit, die in Richtung Ioniq i3 und so weiter geht. Für diese Autos, zum Beispiel für den Ioniq, zahle ich ein Drittel. Warum soll ich mir einen Tesla kaufen, wenn mein Ziel, nämlich schnell elektrisch zu reisen, nicht mehr unterstützt wird und ich dann dafür dann auch noch das Dreifache zahlen muss? Das sind so die Gedanken, die mir im Kopf herumgehen. Im Forum wird das natürlich auch schon heiß diskutiert und ich habe mich jetzt entschieden, Tesla anzuschreiben und eine Stellungnahme einzufordern, sodass wir hier eine vernünftige Aussage bekommen. Aber für dich, wenn du jetzt einen gebrauchten Tesla kaufst, guck genau, wie ist dein Fahrprofil, wenn du Privatmann bist, kein Problem, kauf dir den, dann bist du nicht betroffen, bist du eine Firma, dann solltest du bei Tesla Nachfragen dir schriftlich geben lassen, dass du die Supercharger auch in Zukunft nutzen darfst. Wenn du so eine Antwort bekommst und ich die noch nicht bei mir habe, schick sie mir. Ich bin sehr interessiert dran. Und insofern beachte diese Veränderung. Ich packe natürlich den Link wieder hier unter dem Video rein, sodass du das auch nochmal genau durchlesen kannst. Vielleicht hast du auch ein anderes Rechtsverständnis. Vielleicht interpretierst du die Sachen anders als ich. Aber guck dir das an. Das ist also ein wesentlicher Faktor. Aber nun gut, genug von den ernsten Dingen. Lass uns zur Waschanlage fahren und das Model S sauber machen für die Videosession. Ich bin jetzt vor der Waschanlage angekommen und wie zu erwarten am Samstag bei schönem Wetter. Es ist richtig voll, wie ihr sehen könnt. Also hier haben wir jetzt erstmal einige Wartezeit. Das heißt, das gibt mir die Möglichkeit, ein paar Fragen zu beantworten, die auftauchen, wenn man das erste Mal mit dem Elektroauto in die Waschanlage fährt. Zum einen gibt es ein Problem mit dem Akku, natürlich nicht, denn das wäre ja sonst auch bei Regen nasser Straße ein Problem. Dementsprechend haben wir hier keine Probleme. Ja, was gibt es sonst noch für Besonderheiten? Man hat ja in dem Sinne keine Automatik, man kann das Auto auch nicht ausstellen. Das wiederum bedeutet, dass das Auto sozusagen die ganze Zeit an ist und wir dann durch die Waschanlage fahren müssen. Fahren in Anführungsstrichen, denn natürlich müssen wir auch beim Elektroauto auf neutral stellen, also das heißt den Gang rausnehmen und das können wir hier problemlos machen. Was noch ganz wichtig ist, wenn du einen Tesla hast, so wie ich hier ein Model S, dass du, wenn du dann rausrollst aus der Waschanlage, nachdem du neutral geschaltet hast, dann merkst du vielleicht, dass du nicht in D schalten kannst, sondern vermutlich denkst du, du musst in erstmal bremsen bis zum Stand, aber das ist nicht der Fall, sondern du kannst auch, wenn du leicht fährst, die Bremse betätigen und dann auf D umstellen. Ich habe jetzt in Neutral gestellt und werde jetzt durch die Waschanlage gezogen.
ganz normal wie mit jedem anderen Auto auch. In der Waschanlage fertig und wenn ich jetzt versuche hier auf neutral zu stellen, auf D zu stellen, passiert nichts, sondern ich muss ganz leicht auf die Bremse treten und dann kann ich fahren. Das ist also der Trick für euch, wie man mit dem Tesla dann die Neutralstellung verlassen kann. Nachdem das Auto nun sauber aus der Waschanlage gekommen war, ging es darum, es in Szene zu setzen und die weiteren Videos zu drehen. Ich wollte das gute Wetter ausnutzen. Ob es mir gelungen ist, werdet ihr sehen. Und ob das Auto wirklich sauber war, das werden wir auch noch feststellen. Also, schauen wir uns die Videos an, die ich heute gedreht habe. Das Wichtigste ist natürlich, das Auto in Position zu bringen. Wie ihr gehört habt, ist die Wiese quatschnass und ich war heilfroh, dass ich das Auto über die Wiese fahren konnte und habe das dann ganz vorsichtig in Position gestellt. Womit ich auch zu kämpfen hatte, war starker Wind. Ich hoffe, dass ich die Windgeräusche nachher gut aus dem Ton herausfiltern kann. Aber schauen wir erstmal, dass das Auto jetzt in Position kommt und dann gebe ich euch einen Kurzüberblick über die Videothemen, die ich abgedreht habe für den heutigen Tag. Heute ist ein besonderer Tag. Genau 6 Monate ist es her, dass ich das Tesla Model S abgeholt habe und es wird Zeit, dass wir abrechnen. Ich werde euch die 15 Dinge, die ich am Tesla Model S und an Tesla besonders liebe, nennen und ich werde gnadenlos abrechnen mit den 15 Dingen, die ich richtig hasse bei diesem Auto und bei Tesla. Ich hatte das erste Video, die 15 Dinge, die ich am Tesla Model S und Tesla richtig liebe, gerade schön abgedreht, habe dann einen neuen Kamerawinkel ausgesucht und mich in Position gebracht. Dann habe ich mich so 3 Minuten richtig ereifert, was ich alles überhaupt nicht am Tesla Model S und an Tesla mag und dann passierte plötzlich das. So viel zum Thema schönes Wetter. Also musste ich mich ins Auto setzen, habe dort dann erstmal gegen beschlagene Scheiben kämpfen müssen, denn die Lüftung ist ja relativ laut, die musste ich ausstellen und habe dann das weitere Video dort abgedreht. Das letzte Video, was ich dann für heute aufgenommen habe, war das Kanalvideo, denn mittlerweile gibt es den Kanal ja schon fast 4 Wochen und insofern wurde es höchste Zeit, dass ich auch ein offizielles Begrüßungsvideo für den Kanal mache und erkläre, warum ich eigentlich das E-Auto-Vlog mache und wer ich überhaupt bin. Dafür hatte ich richtig Glück, das Wetter war gut, die Sonne hat wieder geschienen und ich konnte mein Video ganz einfach abdrehen. Ich hoffe, der kurze Überblick über meinen Tag hat dir gefallen. Die Links zu den Videos, die ich heute gemacht habe, findest du zum einen im Beschreibungstext und zum anderen natürlich direkt auf dem Video verlinkt, mit Ausnahme des Kanalvideos. Ich hoffe, der Überblick hat dir gefallen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Hinterlass deine Kommentare gerne hier unter dem Video. Abonnier den Kanal und denk dran, stell die Benachrichtigung ein, damit du jeden Tag um 18 Uhr darüber informiert wirst, dass es wieder einen neuen Nachrichtenüberblick über die Nachrichten zur Elektromobilität gibt und auch Neuigkeiten aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dann, dein Dirk Henningsen.